Ja, moin, hallo. Ich habe mal wieder einen Leseschatz mitgebracht. Tommy Beyer, 7 Tage Sommer. Tommy Beyer ist ein Autor, der es, finde ich, mal wieder versteht, mit einer Leichtigkeit Geschichten zu erzählen, indem man sich sehr schnell wohlfühlt, die Protagonisten toll herausgearbeitet werden, die Bücher trotz der Leichtigkeit immer etwas zum Nachsinnen, zum Nachdenken anbieten. Manchmal so einen melancholischen Unterton, aber sie haben einfach immer auch was Leichtes, in dem man sich wohlfühlen mag. 7 Tage Sommer erzählt die Geschichte von Max und Anja. Das sind die beiden Hauptprotagonisten. Max ist 70 Jahre alt und vermögend. Anja, eine Freundin, die jetzt für ihn in der Côte d'Azur tätig werden soll, weil sie dort 5 Gäste im Empfang nehmen soll. 5 Gäste, die er, Max, eingeladen hat. Anja, die als erstes dort ankommt, schreibt ihm eine E-Mail voller Dank und beschreibt die Lage, auch wenn er es kennt, aber sie ist so euphorisch, und weil es ein wunderschöner Flecken Natur ist. Die 5 Gäste, die dort ankommen, feiern auch das leichte Leben, das Gastronomische, und haben eine gute Zeit, und sie beobachtet das. Max ist es, der nicht kommt, nicht dabei ist. Und Anja schreibt ihn halt und er antwortet per E-Mail. Die haben auch eine Vergangenheit. Damals, als Max, auch schon vermögend, mal spazieren war, kam es zu einem Überfall, wirkte wie ein Versuch, ihn zu kidnappen. Der wurde vereitelt, genau von jenen 5, mit einem dramatischen Wendepunkt auch. Beim Essen haben die beiden sich geschworen, die immer den Kontakt zu halten. Die verlieren sich aber doch aus den Augen. Max hat dann aber in Folge immer noch die beobachtet, wenn er konnte, und hat auch eingegriffen, beziehungsweise Fäden gelenkt oder mal was getan, immer anonym aus der Ferne heraus. Jetzt hat er diese Menschen, diese 5 Gäste, eingeladen in der Côte d'Azur in seinem Ferienhaus. Anja, die beobachtet. Eine große Geste, eine alte Schuld, die hier aufgearbeitet wird. Was ist der wirkliche Vorgang? Warum ist Max nicht dort? Was ist wirklich der Beweggrund? Das ist so ein Spannungsbogen, der gesetzt wird, der dieses Buch von vornherein spannend werden lässt, wenn man sehr nah an den Figuren ist und das wirklich erfahren möchte. Durch die Lokalität, durch das Setting, man auch ziemlich gute Bilder bekommt. In dem Buch, in dem man sehr schnell eintaucht, wegtaucht, aber auch mitdenkt und weiter rätselt und auch Anregung bekommt, weiter drüber nachzudenken. Ein toller, gut gemachter Schmöker hat mich ein bisschen erinnert an Commedia Infernale von Michael Ende, von der Grundidee her. Ein feiner Lesespaß, jetzt noch besonders in den Sommermonaten sehr zu genießen. Ich wünsche erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Hader von der Buchhandlung Alm und Schmidt und dem Blog Leseschatz, leseschatz.com, wo Sie weitere Lesetipps von mir bekommen. Vielen Dank. Tschüss.